So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Toy Soldiers. Ich hab's gesehen auf YouTube, das Video hat leider gehängt von der dritten Mission. Und dann müssen wir die jetzt auf jeden Fall nochmal spielen. Das war natürlich blöd, bis zur Hälfte ging's, habe ich gesehen. Und dann ab der Hälfte ging zwar die Sprache komplett weiter, aber das Bild hat leider gehängt. So, dann müssen wir es halt nochmal spielen. Hier haben wir ja uns zum Beispiel unseren Endgegner von Mission 3, dieses Riesengefährt hier. Und zerstöre 50 gegnerische Infanterieeinheiten mit Gas, haben wir schon erledigt, also das brauchen wir gar nicht mehr machen. Oder ich mache es jetzt für euch noch. Ja, ich werde es für euch aber noch machen, damit ihr das mal seht. Also das Wichtigste hier am Anfang ist auf jeden Fall, baut keine MGs, weil das war nämlich mein Fehler. Ich habe Gasanlagen gebaut und Maschinengewehrstellungen. Bis aber die Soldaten zu meinem Gas gekommen sind, haben wir leider die MGs, die schon zerlegt gehabt. Also von dem her, da funktioniert es dann leider nicht. Wie gesagt, erstmal nur Gas bauen, damit die Einheiten schön nah an eure Stellung hier rankommen. Die wird jetzt zwar zerstört, aber wie gesagt, müsst ihr halt neu bauen. Geld haben wir ja zum Anfang eher ein bisschen was, dass wir das bauen können. So, und zwar baue ich eine Gasanlage hier hin. Die kostet 600 und die zweite hier. Von hier und von hier kommen nämlich die Soldaten am Anfang. Da baue ich ja zur Absicherung trotzdem jetzt erstmal ein MG hin, falls die nämlich dann doch bis hier vorkommen. Halt, das müssen wir schwenken. So. Gut. Brauchen wir nicht mehr. Die lassen wir jetzt mal so hier stehen. So, dann kommt er mal her. Die müssten jetzt kommen. Genau, von hier kommen sie. Jetzt werden wir mal warten, bis die herkommen. Aber wir könnten aber in die Waffe hier reingehen. Also und so müsst ihr halt am Anfang jetzt erstmal die 50 gegnerischen Soldaten hier ausschalten. Damit ihr diese Lebensmittelmarken dazu bekommt. Das geht eigentlich relativ schnell mit dem Gas hier. Ah, da haben wir noch einen. Na, wo rennst du hin? Erstick! Wo ist deine Gasmaske, Soldat? Die müsst ihr doch immer am Mann haben. So, Leute, kommt doch mal her zu mir. Ja, müsst halt sagen, euer Scharfschütze hilft jetzt ein bisschen mit. Aber die so viele Soldaten, wie der hier tötet, das ist überhaupt nicht viel pro Angriff. Vielleicht, was wird denn das schaffen, ne? Vielleicht drei oder vier Mann nur. Also das ist natürlich überhaupt nicht die Welt. Jetzt hier mal alles zunebeln. So, gehen wir mal hier zu unserer Gasstellung hier rüber. Mal alles hier einnebeln. Seht ihr selber, Soldaten kommen hier überhaupt nicht weit. Kommen am Gas hier überhaupt nicht vorbei. Aber wie gesagt, ist die normale Infanterie. Die verbesserte kommt hier dann auf jeden Fall durch. Mal trotzdem mal zu unserem Scharfschützenturm hier wechseln. Einer rennt noch rum. Ah, jetzt ist er tot. Da war er. So. 3600 haben wir. Den Angriff werden wir jetzt auf jeden Fall nur über uns ergehen lassen. Und dann werden wir hier mal Haubitzen herstellen. So, von wo kommt denn der jetzt? Von hier. Ich glaube, dass die hier so lang laufen. Na? Ah ja, hier kommen sie. Also hier haben wir unser MG. Wir könnten... Nee, das lassen wir jetzt erstmal. Wir stellen erstmal dann hier vorne Haubitzen her. Oh, reicht jetzt der Radius überhaupt bis darüber? Ja, ganz, ganz knapp. Na, hier seht ihr es jetzt von denen. Also die brauchen dann schon mehr Gas als wie die anderen. Oh, das werden wir, glaube ich, sogar gleich auf dreimal brauchen, ja? Na, ist jetzt schwer zu sagen. Na,
Naja, muss man schon sagen, so 3-4 Mal muss man hier mit dem Gascher auf die draufhalten, damit sie es schaffen. So, das waren auf jeden Fall die 50 Stück. Dann werden wir jetzt hier mal die Haubitzen bauen. Wie viel kostet die eine? 800. Werden wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Haubitzen sind ganz wichtig hier für diesen Endboss. Weil die nämlich extrem weite Schussrate, Schussweite haben und die braucht er. Damit er nämlich schon, wenn er nämlich von hier hinten kommt, den nämlich gleich unter Feuer nehmen könnt. Wenn er das nämlich nicht macht, dann werdet ihr die Mission auch nicht schaffen. Dann würde euch nämlich eure Festung hier überrennen. So. Dann werden wir hier jetzt mal noch MGs bauen. Unser Gas könnte man eigentlich mal wegmachen, ne? Ja, das werden wir verkaufen. 100. Ah, halt, reparieren will ich gar nicht. Ich will verkaufen. Dann werden wir hier noch MG aufstellen. So, da der dann sowieso hier hinten rumfährt, werde ich hier auf jeden Fall noch zwei Mörserstellungen dann bauen. Mal schauen, was die kosten. 700. Ah, da fehlen uns nur noch 5. So, unsere Haubitzen sind da. Die müssen wir halt dann später noch aufrüsten, ne? Dann werden wir hier noch eine Haubitze dann herstellen zur Absicherung. Hier auf jeden Fall stellen wir jetzt gleich mal einen Mörser her. So, wir gehen in unser Gas rein. Die Kavallerie. Okay, ihr seht ja selber, unsere Haubitze, die haut auch schon einiges weg. So, hier mal alle ein bisschen ankratzen. Dass da ja keiner durchkommt von denen. Ist einer durchgekommen? Nee. So, 555. Also da brauchen wir noch ein bisschen was für unseren Mörser. Und dann müssen wir auf jeden Fall das ganze Geld hier in unsere Haubitzen stecken. Hm, da kommen die gepanzerten Fahrzeuge. Aber die, kein Problem für die Haubitzen, die hauen die alle weg. So, 200 kommt dazu. Das Gas können wir jetzt auch verkaufen. Stellen hier unseren Mörser hin. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier zum Aufrüsten brauchen. 1200. Boah. Ja, komm. Lasst es nicht durch. Auf jeden Fall einen können wir jetzt gleich aufrüsten. So. Machen wir dann gleich mal den hier. Also, wie ich ja schon erklärt habe in den letzten zwei Folgen, macht euer Aufrüsten so, wenn ihr jetzt denkt, ah, jetzt haben wir schnell Zeit, weil das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern nimmt immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Oh Leute, ihr werdet alle sterben jetzt. So, da haben wir alles, da haben wir auch alles. Ja, jetzt sind wir gewappnet auf jeden Fall für unseren Endboss. Wie gesagt, hier stellen wir noch eine Haubitze hin zur Absicherung. Aber so, die ganzen Einheiten haben wir jetzt. Was wir brauchen, jetzt fällt eigentlich nur noch das Aufrüsten. Ne? Dass die halt einen weiteren Schussradius bekommen. Aber wenn ihr die nämlich jetzt anschaut, die würden jetzt, glaube ich, nur bis irgendwo hier reinschießen, bis in die Mitte. Und mit der Aufrüstung würden sie es bis hier hinten auf jeden Fall schaffen. Also das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr den schon so weit wie möglich hier beschießen könnt. Weil sonst schafft er das nicht. Der hat nämlich verdammt viele Trefferpunkte hier, dieser Endboss in der Mission. Und dann, glaube ich, werden wir sowieso erstmal die hier aufwerten, ne? So. Komm, schieß mal die Infanterie, die Kavallerie weg, dass die nicht so weit hier durchkommen. Hey, ihr schießt auf die falschen Leute. Da müssen wir jetzt mal selber ein bisschen hier Hand anlegen, weil die lassen mir hier viel zu viel durch. Ja, das seht ihr mal, dass ihr, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, weil eure KI zum Beispiel, die schießt nämlich dann auch auf die falschen Einheiten, ne? Komm, überhitz nicht. Na, ah, da haben wir jetzt Glück gehabt. Da haben wir jetzt wirklich Glück gehabt. So, aufwerten, Leute. Was kommen jetzt? Die Panzer. Da kriegen wir dann wieder jede Menge Geld, Geld dafür, für die. So, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2. 1, 2.
Drei Stück müssen wir noch aufwerten und hier noch eine hinstellen. Also drei Stück aufwerten, das sind 3600 und 800, glaube ich, kostet so eine Haubitze, war das, oder? 800, genau. Sind wir bei 4400, brauchen wir. So, hier können wir... Ne, ich glaube, wir warten jetzt noch, bis die Panzer weg sind. Mit dem Aufwerten, ne? So, ach, 300 bekommen wir für einen Panzer, nicht 500. War mein Fehler. Hey, da musst du drauf schießen, ne? Da ist der Panzer dann ein bisschen zu nah. Da kommen sie leider nicht hin. So, aufwerten. Gott sei Dank, der Panzer auch weg. So, jetzt kommt die letzte Infanterieeinheit und dann kommt hier unser Endboss. Jetzt können wir die nochmal aufwerten. Wie gesagt, jetzt brauchen wir die 800 Punkte noch für unsere letzte Haubitze hier drüben. Und wo ihr hier jetzt auf jeden Fall immer ein bisschen mit aufpassen müsst, das ist euer Schusswinkel. Wenn ihr den nämlich verstellt habt, und der Panzer jetzt zum Beispiel hier wäre, Beispiel, dann würde die hier gar nicht drauf schießen. Also da müsste auch ein bisschen hinterher sein. So, können wir hier unsere Haubitze herstellen. So, unseren Schusswinkel ändern. Das macht er ganz normal mit Q und E-Tasten, ne? So, dann können wir die auch gleich aufwerten hier. So, wir haben alle Geschütze aufgewertet. Was brauchen wir hier von unserem Mercer 1000? Also okay, das haben wir noch nicht. In 10 Sekunden ist es soweit, dann kommt der Big Boss. So, und hier müsst ihr halt dann auch aufpassen. Ihr seht ja auch den Schusswinkel von der, anhand von diesen Linien. Den müsst ihr halt dann später auch mitdrehen, wenn er sich nämlich hier hinten befindet. Da haben wir den Zarpanzer. Das Riesengefährt, ey. Da hinten seht ihr schon, wie er kommt. So, das ist alles Stufe 2. Ja. Das Riesending, ey. So, Haubitzen, komm, schieß drauf. Und ihr seht ja, wie oft die den schon treffen und was der eigentlich an Gesundheit verliert. Also sehr, sehr wenig. Da müsst ihr nur aufpassen, der lässt auch Infanterie mit raus. Also darum auch die Maschinengewehrstellungen stehen lassen, bitte, für die Infanterie. Ganz, ganz wichtig. So, hier werden wir gleich den Schusswinkel ändern. Der Schusswinkel von denen hier passt ja noch. Ist jetzt Infanterie durchgekommen? Nee. Also ganz wichtig, hier müsst ihr aufpassen. So. Ihr sollt eigentlich auf den Panzer schießen und nicht auf die Infanterie. Also ihr seht, die Hälfte haben wir schon. Jetzt, wenn er dann hier drüber fährt, ist unser Mercer eh kaputt. Aber das macht jetzt erstmal nichts. So, wie schaut's nach? Ah, ihr seht, die ist zum Beispiel schon gar nicht in Position hier. Einheit zerstört, das war unser Mercer. So, hier müssen wir die Schussrichtung gleich noch ändern von dem hier. Da werden wir noch einen Mercer hinstellen, dass er mal den noch ein bisschen mit unter Beschuss nimmt. Hier warten wir jetzt erstmal, bis er hier durchkommt. Da müssen wir die Schussposition ändern. Von der hier mal. Ah, jetzt haben wir den Zarpanzer eh gleich. Die könnten wir auch gleich mal ändern nach hier drüben. Genauso wie die hier. So, Zarpanzer, Boss besiegt. Also ihr seht, mit den Haubitzen recht einfach, aber wie gesagt, schaut bitte immer, dass ihr eure Schussrichtung genau darauf auslegt, weil sonst schießen die nämlich automatisch nicht. So, insgesamt haben wir 20.000 Geld verdient, gekaufte Einheiten 15, 7 haben wir abgegradet, ja, das waren eigentlich, das waren unsere Haubitzen, ne? Dann haben wir hier wieder, wie hoch ist denn der höchste getötete Soldat geflogen? 150 Meter, also ist verdammt hoch. So, Leute,
Das war Mission 3. Ich hoffe natürlich, wenn ich jetzt das Video umwandle, dass es nicht schon wieder so zum Hängen anfängt. Ich hoffe natürlich, dass das nicht vorkommt. Ich werde es auf jeden Fall testen, bevor ich es freischalte, ob es diesmal funktioniert. Bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir dann die vierte Mission. Und hier sollen wir dann schießen mit einem Doppeldecker 5 gegnerische Flugzeuge ab. Wo ich mich nur daran erinnern kann, das Flugzeugfliegen, wenn man jetzt mal lange nicht gespielt hat, das ist verdammt eine scheiß Steuerung. Also da muss man erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.